Jojo, kurze Info, bevor es mit dem Video losgeht. Aus irgendeinem Grund war leider für diese Aufnahme mein Mikrofon falsch eingestellt. Aus irgendeinem Grund hat mein PC nämlich gedacht, dass er den Pegel meines Mikrofons, der eigentlich auf 84 oder so steht, wieder auf 100 hochzuballern. Das ist nicht ganz so dramatisch, aber das führt dazu, dass ich an einigen Stellen, vor allem dann, wenn ich ein bisschen lauter rede, ein bisschen übersteuere. Es ist nicht unerträglich, aber es ist schon ein bisschen unangenehm. Aber neu aufnehmen ist natürlich keine Option für mich. Ha! Deswegen kurze Vorwarnung: In dem Video hört sich meine Stimme nicht so geil an. Das gilt für das nächste Video genauso. Ab dann sollte aber wieder alles gut und sexy sein. Also, ne? Viel Spaß mit dem Video. So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 25 Schätze. Von SpongeBob! Schafft Mickey die Bottom, würde ich schon sagen, aber das ist es ja nicht. Leider, ich wünschte, das wäre so. Bum, 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 voll laut. Ich hoffe, ich habe die gleichen Einstellungen wie vorher. Soundeinstellungen, weil ich ein bisschen rumgeplayt damit, als ich privat hier gespielt habe. Und mir der Sound ein bisschen zu laut wurde. Oh. Das ist schon mal sehr schlecht, was ich hier gerade treibe. Oh, ich bin echt noch durchgefahren. Ich hab. Oh. Stimmt. Da war ja was. Ich hasse Plankton, dass er an der Stelle so lange redet, ne? Naja. Ja, Ringherausforderung. Im letzten richtigen Level eigentlich. Wir schaffen das schon. Es ist halt ein bisschen nervig mit der Steuerung und dem Zeitdruck, sage ich's mal einfach. Zum einen durch die Ringe, zum anderen aber eben auch dadurch, dass diese scheiß Sachen hier überall runterfallen. Es ist ein schwieriges Thema. Pfarr, danke. Ja. Ich weiß gar nicht, bis wohin ich letztes Mal eigentlich kam. Bis ich kläglich gestorben bin. Genau, rechts rum ist auf jeden Fall klüger. Sowieso, in diesem Fall. In diesem Fall sowieso, weil links kein Ring ist. Ja. Patrick mal wieder in der Existenzkrise. Man kennt es. So muss ich. Ja, ich muss über die Mitte. Okay, so weit war ich noch nicht, ne? Glaube nicht. Mann, richtig guter Versuch gerade. So, ein bisschen vorsichtig, ich hoffe. Nee, Quatsch, hier war ich auch schon. Ah, Genau, das war ja das Problem hier. Dass mich diese Scheiße hier immer ein bisschen eliminiert hat. Aber jetzt hat es funktioniert. Sehr schön. Okay. Ding fällt runter, aber ist okay. Huiuiui. Wow. Naja, guck mal, da links können wir auf jeden Fall noch rein. Das wollte ich eigentlich auch nochmal überprüfen, ne? Hauptsächlich weil wegen. Oh, Scheiße. Weil wegen. Oh, Scheiße. Wegen Schätzen. Autsch. Ist okay. Oh! Ey, wir konzentrieren gerade, ey. Autsch. Ja, ich hab den einen Helm gesammelt, ist okay. Ui! Das war ein bisschen knapp gerade. Oh nein. Ah, die Scheiße. Die Scheiße ist scheiße. Scheiße ist scheiße. Okay, wir haben ja aber genug Zeit auf jeden Fall. Oh! Ich fahre einem Schatz vorbei. Nett. Ich habe ihn jetzt leider nicht gekriegt. Aber gut. Weiß ich das schon mal. Für später. Nett. Okay, dann ist gleich auch schon bald Ende, oder? Gleich bald. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Ah, okay, hier noch einmal. Ja, doch. Ich glaube jetzt hier einmal nur rum einmal. Genau, und dann da hinten links rum und dann haben wir das. Okay. Juhu, geschafft. Sehr gut. So, dann machen wir jetzt die nächste Zeit-Challenge und ich würde sagen, ich hole mir bei der Klinge gleich mal Ihr habt's Schätze. Geschafft. Beziehungsweise versuchen wir herauszufinden, wie man da dieses in die Abkürzung reinkommt, ne? Ich verstehe das nicht. So. Die vorvorletzte Münze. Eine für die Matschezeit und dann eine für den Endboss. Du bist auf dem Weg, ein großer Fahrer zu werden, SpongeBob. Ein Pfarrer. Oh, danke.
Danke, Mindy. Also, ihr habt eine wirklich männliche Zeitherausforderung verdient. Wirklich, wirklich männlich. Wirklich, wirklich, wirklich. Kommt innerhalb der Zeit bis zum Ende der Straße und ich werde euch belohnen. Ich weiß nicht mehr, was letztes Mal meine Zeit war, deswegen kann ich jetzt nie sagen, ob das machbar ist oder nicht. Ich tippe auf 20 Minuten. Hahaha, 2:35. Keine Ahnung, was ich letztes Mal hatte. Wirklich, gar keine Ahnung. Das ist jetzt eh erstmal so ein bisschen ein Fail-Versuch wahrscheinlich, weil ich gerne die Schätze holen wollen würde. Wow, das war nicht geplant. Fail-Versuch heißt nicht, dass ich gleich mich in der ersten Minute umbringen möchte. Ein Schatz gibt's dann. Aua! Och Mann, ey. Gleich tot. Plankton's Cock. Ja, Leon, bring ihn bis zum fünften Mal. Meine Nase juckt. Und mein Cock auch. Ich lasse hier auf jeden Fall die ganze Zeit meinen Blick so ein bisschen... Ich sterbe. Ah! Mein Blick ein bisschen schweifen. Ne? Nach Schätzen und so. Kann man zum Beispiel... Das Problem ist ja, dass die Schätze natürlich auch immer erst ein bisschen spät zu erkennen sind, leider. Und der grüne Schimmer, den sieht man immer erst, wenn man so 3 Meter davor ist, gefühlt. Und wenn man bei 2 Meter ist, dann den ganzen Schatz zu sehen. So. Was muss ich hier tun? Also ich bin mir sicher, dass ich hier rein kann, weil irgendwas habe ich da doch... Weil mich immer nur gehört. Doch, da ist irgendwas Grünes da unten, ne? Da ist definitiv irgendwas drin. Fahr einfach die Schilder kaputt, dann geht das auf. Vorsichtig, vorsichtig. Und wenn ich da volle Kraft gegenfahre, passiert auch nichts. Kann ich mich eigentlich außen lang schummeln? Jetzt. Ach Leute. Ja. Wie komme ich hier rein? Ich komme hier rein. Ich bin mir 99% sicher, dass ich da reinkomme. But I don't know where and when and who. Ja, ich weiß nicht wer. Ich komme da rein. Warte mal. Mäh. Ding ist wieder weg. Kommt man hier gerade? Nee, kommt man nicht in die Ecke. Kann ich bestimmt so abkürzen, voll krass. Nee, ich hoffe nicht für die Matschzeit. Ach, die Zeit stirbt dann ja instant, ich erinnere mich. Ach nö. egal. Versuchen wir es doch einfach mal. Ich fahre einfach mal durch, schnell, oder versuche es zumindest. Und gucke mal, wo wir da landen. So zeittechnisch. Und wenn es knapp war, sage ich mal, dann weiß ich, alles cool. Boah, Alter! Wurde ich gerade zerquetscht von dem Ding schon? So halb. Wenn nicht, dann weiß ich, dass sie irgendwie diese Abkürzung da öffnen müssen. Jo. Nein, ich sag's nicht. Nein. Es ist noch nicht genug spät dafür. Ich versuche auch immer jeden Booster hier mitzunehmen, um ihn dann nie zu benutzen. Man kennt es. Von mir vor allem. Mann gleich ich in diesem Fall, denn ich bin ein Mann. Mein Gott, waren das viele Wortspiele. Ja, nicht war es nur ein Wortspiel. Da ist was hinter! Arg! Wellige Straße voraus! Wellige. Dauerwelle. Jetzt eine Dauerwelle. Uiuiuiuiuiuiui. Gehorche. So, hier bin ich gerade gestorben an der Zeit. Die Zeit hat mich getötet. Das ist auch meine Sache, das schaffen wir ich. Mopsgeschwindigkeit. Geh weg. Ach ja, da können wir ja nicht. Ah, da können wir auch noch langfahren. Da. Stimmt, da wird da bestimmt der dritte Schatz sein. Man weiß zumindest wahrscheinlich schon mal, wo alle sind. Oh oh. Autsch. Das ist nicht gut. Wie sie den Burger da kriegen. Wenn ich ein bisschen Backup habe. Ach, da muss ich lang. Ich habe gerade nicht den Weg gesehen. Wo muss ich jetzt lang?
Natürlich muss ich rechts rum. Das kostet doch Zeit. Zugegebenermaßen nicht viel, aber das kostet doch Zeit. Oh. Ich habe jetzt gerade das erste Mal wieder auf die Uhr geguckt nach langer Zeit. Mit Uhr meine ich in diesem Fall halt die Ingame-Uhr da. Merke gerade, oh. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Die Strecke dauert zugegebenermaßen noch nicht mehr so lange, aber trotzdem. Aha. Naja, schaffe ich nicht. Oder? Nee, schaffe ich nicht. Okay, das heißt, irgendwo gibt es eine Abkürzung oder so. Ja, obviously gibt es eine Abkürzung. Kann man hier irgendwie abkürzen? Man kann nicht tatsächlich abkürzen. Okay, das merke ich mir. Da ist sogar fast geschafft. Ja, ich muss irgendwie diese Abkürzung da freilegen. Aber wie? Ich verstehe es einfach nicht. Ich hole mir jetzt die Schätze auf jeden Fall in dem Versuch. Oh, die Aufnahme geht ja gerade mal 10 Minuten. Geil. Dachte, ich wäre schon länger dabei. Oder muss ich da irgendwie zeittechnisch, keine Ahnung, geht das irgendwann zu und ich war bisher immer zu langsam. Ich zweifle daran, weil ich wüsste nicht, wie ich jetzt noch so viel Zeit gut machen kann. Wäre schon ein bisschen schmutzig auf jeden Fall. Nee, sliden eigentlich gar nicht so geil. Ja, ich denke mal tatsächlich, es läuft darauf hinaus, leider, dass ich im Internet nachschauen werde müssen, wie man da reinkommt. Weil ich weiß es nicht. Denn ich weiß es einfach nicht. Das Problem ist, ich brauche das ja auch für die Zeit. Sonst würde ich sagen, ich warte, bis Templer da ist und der erklärt mir das dann. Achso, sollte ich vielleicht noch erwähnen, ne? Ich, gut, ich habe noch keine Bestätigung erhalten, aber ich habe Templer vorhin gefragt, ob er nochmal mit dabei sein möchte, ab der einer der nächsten Folgen, sobald wir dann die, ja, sobald wir dann die Schätze sammeln, damit ich nicht so alleine bin dabei. Und der mir vielleicht noch ein bisschen helfen kann, vielleicht checke dann schneller, wie ich wohin komme oder so, falls ich dumm bin. Ich meine, er kennt das Spiel, glaube ich, auch nicht auswendig, also, ne. So, dann fahren wir mal hier lang. Ja, hier ist ein Schatz, sehr schön. Wusste ich's doch. So. Das ist auch... Ups. Oh, oh. Nein! ich wollte schon sagen, bitte. Gib mir jetzt den Game Over. Ach, Kumpel. Kumpel Plankton, Kumpelblase. Versuch nur mal 10.000 jetzt diesen zweiten oder letzten Schatz endlich zu holen. Der eine ist aber gespeichert, ne? Ach, 4 Schätze gibt's hier. 4? Oder war ich gerade woanders drauf? Ne. Oh, oh. Es gibt 4. Okay, ich dachte, es gäbe irgendwie... Ich habe irgendwie... 3 im Kopf gehabt. Mhm. Okay, jetzt kommt immer der Double Game Over an der Stelle. Weil das Spiel schlecht ist, leider. Ich muss aber sagen, soundtechnisch ist das Spiel wirklich schlecht. Also, wie häufig hier irgendwelche Soundfehler sind, so Sounds doppelt abgespielt, da eben die Dinger, die ich kaputt gemacht habe, auch hardcore compressed einfach, also viel zu laut, übersteuert. Dann natürlich, keine Ahnung, am Anfang direkt, wo die Voice-Files manchmal irgendwie so ganz komisch klangen. Ich kann nicht mal erklären, was da genau schiefgelaufen ist. Dann die eine Katze, die nur auf dem linken Ohr zu hören war. Also irgendwann gewaltig schiefgelaufen. Oder ich habe hier so eine Sonderversion, keine Ahnung. Ich habe das Spiel gebraucht gekauft. Logischerweise. Man kann das Spiel auch noch neu kaufen mitunter, glaube ich. Aber das kostet dann wahrscheinlich 60, 70 Euro. Und, naja. Ist es mir jetzt nicht so wert, so ein altes Spiel. To be honest. Aber wo kann der 4. Schatz sein? Na gut, ist im Zweifel auch was für die Suche dann, ne? Ich will jetzt zumindest den einen da holen. Und rauschen, wenn man da reinkommt. Ich lasse meinen Blick aber weiterhin schweifen. So ein bisschen zumindest. Es ist ja schon ein bisschen, Das Bulette-Mobil ist zurück im Rennen.
Also ein bisschen scheiße, dass mir jetzt doch der andere Satz fehlt. Ich wollte eigentlich gerade was anderes sagen und habe vergessen was, deswegen habe ich jetzt den Satz so beendet. Ja, Blickschweifen habe ich jetzt eigentlich viel zu spät wieder angefangen. Ist mir eingefallen, ach ja, da gibt's ja noch einen Schatz. Okay, einfach Geld bekommen. So, der Weg hier dürfte trotzdem kürzer sein, denke ich, oder? Weil ich glaube, das andere ist der lange Weg. Oder? Ich weiß nicht. Warte mal, was passiert eigentlich, wenn ich... Ah ja, hier war das, ne? Ja. Boah, keine Ahnung, was länger und kürzer und geiler ist. Nicht mehr so viel Zeit, ich möchte bitte bis zum Treasure noch kommen. Ah, der kommt jetzt, ne? So, warte mal, wo ging's denn weiter? Da hinten? Nee. Da hinten, glaube ich, hinter dem... Ja, genau, da geht's weiter, ne? Hier, genau. Man sieht den auch, tatsächlich, den Schatz. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Danke. Vielleicht ist hier auch noch der andere. Hahaha. Oh, das ist ja die erste nautische Bank, habe ich gerade gesehen, da rechts. Ja, okay. Wie gesagt, wer sagt, die CAET hergeht so. Okay, dann haben wir jetzt zumindest die Schätze, die ich finden konnte. Nennen wir es so. Ach, ich habe ja sogar einen Schatz. Ich dachte nämlich, ich hätte den 0. Ja, wollen wir mal, keine Ahnung, wir können jetzt die letzten paar Minuten einfach mal random rumlaufen, mal gucken, ob ich was finde. Zum Beispiel hier. Also da bis da, in den ersten drei Leveln war ich noch gut, dann wurde ich scheiße. Ja, rutschen. Oh Gott, das wird ganz schlimm. Wo da was ist? Ich, keine Ahnung, ich spawn mich einfach mal rein, mal gucken. Vielleicht finde ich die letzten paar Minuten was. Ich werde bis zum nächsten Mal auf jeden Fall nachgucken, wie ich da die Abkürzung nehme in der letzten... Also von dem Level eben, damit ich dann die hoffentlich Zeitherausforderung schaffen kann. Ja, und dann geht's dann ab der übernächsten Folge weiter mit dem, mit den Schätzen, denke ich. Hier läuft eigentlich die gleiche Musik Fabian nochmal so auf, ne? Deo, oder? Dieses Deo, 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 Deo. Hm. Ah hey, die Lachhainis sind hier gar nicht mehr. Was ist da los? Einfach mal ein bisschen random. Achso, warum geht's nicht rum? Man muss ja jetzt zweimal drücken. Schön, endlich mal wieder hier ganz klassisch laufen zu können. Ich habe sogar die invertierte Steuerung noch drin. Ich werde verrückt. Da-da-dang. Warum ist hier ein Symbol? Das ist ein Bug. Ach so. Das, ich verstehe warum. Weil ich den erstmal drehen muss. Und dann ergibt das Symbol Sinn. Ja, ich gucke mich ein bisschen um, ob ich hier irgendwas grü... Du schmutziges... Wow, Kackding. Ob ich irgendwas grün schimmerndes sehe. Aber ich nicht sah in irgendwas. Einfach durchrennen hier. Oh, es war nur so einfach hier, ey. Das Spiel. Verhältnismäßig. Also auch das hier wäre... Keine Ahnung. Bei Schlacht mit King Bottom 1 der letzten Level wahrscheinlich. Hehehe. Huch. Ah ja, hier war eine Schlacht. Ich erinnere mich. Ich glaube sogar hier irgendwo in der Ecke oder so war ein Schatz, oder? Also den ich auch geholt habe. Irgendwie erinnere ich mich hier an was. Ja, ich glaube hier war das, ne? Ich glaube hier war mein Schatz, den ich gefunden habe, aber... Logischerweise. Sonst wäre er hier noch. Hahaha. Verpisst euch. Krass, ich sterbe mir noch One-Hit, ey. Das war noch Zeiten. Kann ich abkürzen? Jo. Ich mag die Quallen, die aber auch den Helm aufhaben.
So, hier ist doch ein prädestinierter Ort hier. Mit diesem um die Ecke Sprung, Spring, Sprung und so. Ich glaube, so komme ich da nicht hin. Also ich war da ja, ich weiß auch noch, wie ich da hinkam. Ich habe mich da hingecheatet. Obwohl ich es ja mit Patrick machen sollte. Das war lustig auf jeden Fall. Aber da... Ui! Mein Gott! Herausforderung. Ich habe den aber mitgerissen gerade. So. Wow, das war knapp. Ja, keine Ahnung, da hinten in die Ecke gucke ich jetzt nicht nochmal. Keine Lust. Auch wenn da bestimmt was ist. Ah, ich kann da nicht draufstehen. Was ich ein bisschen kacke finde tatsächlich, was mir gerade mal so einfällt, passend dazu, ich kann hier einfach rüber, so, wenn wir mal hier die Dinge angucken, drei Masten müssen fallen, hüpfig, 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 das sind ja alles Challenges. Und die porten mich dann halt irgendwie in die Challenges mitunter rein. Das bringt mir dann nichts für die Schatzsuche. Aber auch, obwohl stimmt, die können ja auch in den Dings einfilmen, gerade mal ein, ne? In den Schwamm-Herausforderungen zumindest. Gar keinen Bock. Naja, so von wegen, keine Ahnung, aber das Hauptlevel durchstreiten ist ja nur eine Mission eigentlich. Weshalb ich dann quasi immer am Anfang irgendwie spawne. Und trotzdem nochmal das ganze Level durchspielen muss. Schon ein bisschen stressig, sage ich mal, so wie es ist, ne? Autsch. Oh, immer wieder 6 Leben hier. Dass man die 6 Leben nicht beim Autofahren oder so hat, ist schon nervig. Warte, was ist das hier? Schwebende. Achso! Ein geblöckerter SpongeBob. Dachte, was ist das denn für ein Bild? Ist das irgendwie verbuggt? Können halt auch in den Challenges sein. Ich weiß halt, wie gesagt, überhaupt nicht mehr, in welchen ich mal schon mal was gesammelt habe und welchen nicht. Gar keine Ahnung. Immerhin spawnen wir mal direkt wieder um Ecke. Das ist ganz freundlich. Abkürzung! Momentum rausholen, durchspringen. Kann ich Patrick spielen? Bringt mir das was? Ist die Frage. Ah. Ich glaube, hier ist Level vorbei, oder? Ja, ich glaube, hier war Level vorbei. Kein Schatz gefunden? Ärgerlich. Gut. Nächstes Mal dann aber. Danke fürs Zusehen. Ne, übernächstes Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, ne? Ciao.